Guten Tag und hallo und herzlich willkommen auf der Flotte mit dem Buddha und mir. Flotte. Flotte. So, Lotte. ich kratze noch kurz meine Nase zu Ende und dann kann ich auch hier klickern. Eigentlich kann ich auch meine Nase mit der linken Hand kratzen, geht ja auch, und dann kann ich auch klickern. Das sieht nicht. So. Ja, ich wollte da die Klasse annehmen. Die Sektion X wollte ich annehmen. Und Oricon wollte ich annehmen. Dann haben wir auch endlich wieder neue Aufgaben. Und ich muss nach da, weil da leuchtet nämlich, das gehört hier zur Aufgabe. Bei dem Weg des Wahnsinns, da muss man doch mit dem hier D5 F2 reden. Hast du das auch? Ja. Wenn wir immer hier sind. Das ist doch Oricon hier. Hier kommt Kontrolle der Station. Leite eine Nachricht an Marr. Graf Marr weiter. Marr. Stellt sie durch. Kein höfliches Geplänkel heute, Zorn. Meine Zeit ist knapp. In der letzten Zeit haben zu viele Verräter versucht, an die Macht zu kommen. Das Valgus Truppen sind Geschichte, nicht aber die Schreckensmeister. Seit ihrer Freilassung auf Belsavis treibt sie ihr Wahnsinn zu immer neuen Eroberungen an. Einen von ihnen konnten wir auf Darvanis vernichten, doch fünf sind noch übrig. Ich nehme an, dass sich etwas geändert hat. Sie waren die Günstlinge des Imperators. Aber sie haben Furcht mehr geschätzt als das Imperium. Jetzt haben wir ihre Festung auf Oricon, einem abgelegenen Mond, gefunden. Wie viel sind noch über? Fünf! Was brüllt denn der da so? Aufmerksamkeit erregen? Die Schreckensmeister sind immer noch Sith. Wenn sie sehen, dass sie verloren haben, schließen sie sich vielleicht wieder dem Imperium an. Oder unterwerfen sich zumindest einer überlegenen Macht. Die Zeit für Diplomatie ist vorbei. Und unsere Überlegenheit muss sich erst noch zeigen. Die Republik hat noch vor uns zugeschlagen. Sie haben eine ganze Flotte nach Oricon geschickt. Doch gegen den Terror und Wahnsinn der Schreckensmeister waren sie chancenlos. Danach kamen unsere Streitkräfte. Eine schnelle Angriffseinheit, geführt von einem Lord Hargreth. Auf ausdrücklichen Wunsch von Darth Rictus. Hargreth ist ein Angeber und Sadist. Aber er kennt unseren Feind. Er glaubte, dass er und seine Akolyten unsere Truppen vor den Schreckensmeistern abschirmen könnten. Von einem Hargreth habe ich noch nie gehört. Woher kommt er? Wozu ist er Hargreth. Wirklich fähig? Florida kommt er. Schüler von Lord Sylta. Hollywood. Und hätte er weniger Zeit in seinem Verlies der Qualen verbracht, könnte er schon seit geraumer Zeit ein Darth sein. Ich habe nichts mehr von Hargreth gehört, seit seine Schiffe vor 12 Stunden das System erreicht haben. Entweder wurden seine Truppen vernichtet, oder er hat uns verraten. So oder so. Die Schreckensmeister werden eine Schwäche darin sehen und einen Gegenangriff starten. Ich kann keine Einheiten entbehren. Ihr seid unsere letzte Hoffnung, sie aufzuhalten. Ich sorge dafür, dass der Verrat der Schreckensmeister ein Ende findet. Selbst ihr könnt die Meister nicht ein. Nö. Hä? Warum? Weiß ich nicht. Ich habe nicht gedrückt. Ich auch nicht. Aber. Oh, ey, wir waren schon so weit mit dem Gespräch. Dann müssen wir skippen bis dahin. Ja. Hier kommt Kontrolle der Stadt. Was ein Scheiß hier. Da ging jetzt genommen. Ich will sich also nicht irgendwas jetzt. Hä? Schon wieder raus. Was soll der Quatsch?
Merkwürdig. Nochmal. Einmal versuchen wir noch, ansonsten sind wir dann bockig und Hier kommt Kontrolle der Stadt. Stellt sie. Kein höfliches Gepin der letzten Zeit. Ich nehme an. Sie war. Als der Imperator verstummt. In ihre danach, Kagwe. Von einem Hagel. Er war schön. Ich hab so. Mir steht keine Armee zur Verfügung, Lord Mar. Selbst wenn. Nun gut. Das gibst du gar nicht. Nee, bis dahin waren wir ja noch ja nicht. Oh, das habe ich. Ich dachte, das nächste hat man. Da kommt ja nichts nächstes mehr. Hast du ja wieder toll hingekriegt. Na toll, jetzt habe ich das auch noch überskippt. Ich dachte, das nächste hat man noch nicht. Aber gut. Es tut mir leid. Ich hab nix. Verrückte Mongos. Oh Mann, ey. Das war jetzt aber ein bisschen doof gewesen. Tja. Nun können wir nicht ändern. Nee. So. Aufs Schiff? Ja. Folge dir. Hier, Makrofernglas-Mission. Hatte ich mir schon mal überlegt gehabt. Nein. Nein. Aber warum denn nicht? Weil der Trotze ist. Och. Mag ich überhaupt nicht. Diese Tiersuche, ja. Alleine schon mit diesen Druiden. Mit diesen, ja, Suchdruiden. Oh, ich weiß nicht, von was du redest. Huch. Jetzt wollte ich schon weiterhin. Dum, 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 dum. Wer sich jetzt wundert, warum wir jetzt auf Pippis Schiff gehen, wir nehmen da noch Mokip an. Mokip. Mokip. Und ich muss mal gucken, ob ich die Musik ausgemacht habe. Aber bestimmt, weil ich habe die ganze Zeit noch keine gehört. Nee, das mit der Musik war ich gerade mit diesen Dum, Dum. Ja, das weiß ich, aber genau da fiel mir das dann halt wieder ein, dass ich mal, wo ich krank war. Glaube ich, hatte ich da mal mit Musik gespielt. Aber es kann auch sein. Spiel die letzten Tage auch mit Musik. Nee, ich hab's aus. Na du, wo ich krank war, war das letzte Mal, wo ich privat irgendwie überhaupt gespielt habe. Eine warme Mahlzeit vielleicht? Etwas Konversation? Ja, du musst viel mehr spielen. Wann denn? Komm ich jetzt damit mit in das Gespräch eigentlich oder macht das jeder für sich? Hier gibt's kein Gespräch. Doch, da geht da gleich los. Achso. Soll ich Revan auch gleich mit annehmen? Nee, ne. Ist zu viel. Nö, das, ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Hä? Ich hab jetzt irgendwas freigeschaltet. Ich habe jetzt Revan bekommen, aber ich habe doch auf Markup geklickt. Also ich hab keinen Revan gekriegt, weil Revan war da nicht mal. Sicher, dass du Revan gekriegt hast? Bei mir stand hier vorher Revan, dann habe ich auf Markup geklickt, Markup genommen. Dann war das weg und Revan stand noch da. Dann bin ich ja zum Terminal gelaufen, weil ich ja, oder hab ich einfach umgedreht, was er gesagt. Guck wieder das Terminal an, will reingehen. Und Markup war weg, aber Revan stand da. Oder ich weiß es nicht mehr, ich hab's jetzt schon wieder vergessen mittlerweile. Eine Mission steht jetzt dran im Markup. Nicht spielbar für dich das Gespräch. Ne, bei mir auch nicht. Ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Revan geht doch eigentlich noch gar nicht. Du hast doch noch gar nicht die Flashpoints gemacht. Tja. So, wo wollen wir hin?
Ich würde sagen, mal Cap war. Gut. Das ist wenigstens Story. Obwohl Oricon ist ja eigentlich auch am Anfang so ein bisschen Story. Story. Und das Ende umso mehr. Vor allem 2300 Reisekosten, alter Finne. Zurückfliegen wir mit deinem Schiff. Kann ich mir gar nicht leisten. Ja, okay. Meine Güte, ich bin so unwahrscheinlich müde. Kennst du das, wenn man so doll müde ist, man macht die Augen zu und es fängt an, sich um einen zu kreisen? Oder es ist wie, also dieses irgendwie das Gefühl, man wird wie so einer Wiege hin und her geschaukelt? Ich dachte, du machst die Augen zu und schläfst, so wie gestern bei unserem Gespräch gestern Abend noch. Das habe ich, danach habe ich mein Handy auch weggelegt und geschlafen. Ja, irgendwie, ich wollte schlafen, aber, also ich war todmüde, wollte schlafen, aber irgendwie wollte ich nicht schlafen, weil es war ja noch nicht mal 0 Uhr. Hallo, was ist denn das, was soll der Quatsch? Ich geh doch nicht freiwillig vor 0 Uhr auf den Samstag ins Bett. Ich fand das nur lustig, so, ja, hier, ich gehe jetzt ins Bett, Nacht, ja, Nacht. So eine halbe Stunde später, nicht mal, 40 Minuten oder was das war. Was machst denn du so? Ich geh erstmal so aufs Handy, Ich kick ja immer noch, was war denn Modern Talking? 30 Jahre Modern Talking habe ich geguckt. Ja, und dann habe ich dann so die Frau, und du? Naja, ich gehe jetzt ins Bett. Ich dachte, du schläfst schon und danach kam nichts mehr. Da habe ich ja geschlafen. Ja, schön. Die Frau ist so fertig. Das ist hier der Hugo. Ich war kein Hugo, das war hier Porter Erdbeer. Porter Erdbeer macht sowas aus mir. Fände ich, wusste ich hatte kein Zeitgefühl, ich wusste gar nicht, dass es schon eine Dreiviertelstunde her war. Aber hier vergeht sowieso übelst die Zeit, also empfinde ich, dass momentan die Zeit für mich gefühlt so dermaßen schnell vergeht, dass was für mich von 5 Minuten ist, ist dann halt real mal eben eine Dreiviertelstunde. Weil ich habe ja auch nichts weiter gemacht. Ich habe mich halt wirklich nur Klo umgezogen und ins Bett. Und hast du noch dazwischendurch denn diese die Zeit verschliegen lassen? Hast du da noch so eine Geräusche gemacht? Vielleicht habe ich mich ja irgendwo hingesetzt und bin schon mal eingeschlafen. Für auf dem Klo oder so, oder? Weiß man's? So fertig, die Frau. Kriegt man doch nicht mit, wenn man einfach so einschläft. Nee, das stimmt. Ich meine, woher soll sonst eine Dreiviertelstunde verfliegen? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde auf dem Klo hänge und 15 Minuten mich zum Umziehen. Ich will Darth Maar sehen. Ist er hier? Mächtiger Zorn. Der hat Kirschen im Gesicht. Ja. Und einen Umrührstab. Ja. Mit Milchschaumschläger, ja. Hanu haut ab. Ferre Fuliginus unterwegs zur Startrampe 8. Unnötiges Personal. Bitte was? Kommt das so leise vor? Ist auch so leise. Ja. Na toll. Es ist Stärke in diesem Gemach. Lasst es für die bevorstehende Aufgabe genügen. Das Imperium verliert diesen Krieg. Wenn nicht etwas Unerwartetes oder ein Wunder geschieht, steht unsere vollkommene Niederlage innerhalb dieses Jahres fest. Ich habe das Bier auch noch nicht mal ausgetrunken gehabt. Derartige Aufrichtigkeit habe ich vom Rat der Sith nicht erwartet. Dann müssen wir schnell handeln. Oder wir sterben. Darth Malgus wollte den Imperator stürzen und verursachte Spaltung, wenn wir Einigkeit gebraucht hätten. Die Republik betrachtet dies als eine Gelegenheit zum Angriff. Unsere letzte Chance, unsere einzige Chance, befindet sich fern von den Frontlinien. Der Planet Marquette ist der Schlüssel zum Sieg und eure Verantwortung. Nicht der Schlüssel zum Herzen?
habt mich gerufen. Wieso kümmert ihr euch nicht selbst um diese Operation? Zehntausende sterben, um uns hier Zeit zu verschaffen. Und ich muss die Flotte anführen. Ich wünschte, es wäre anders. Marquette wurde durch Bergbau und Handel reich. Ein neutrales Paradies für reiche Trottel. Es konnte dem Krieg aufgrund seiner taktischen Bedeutungslosigkeit entkommen. Aber nun hat das Huttenkartell Marquette für sich selbst beansprucht. Die Hutten glauben, dass aufgrund unserer bevorstehenden Niederlage die Zeit gekommen ist, um Ruhm zu erlangen. Ruhm? Die Hutten sind ehrgeizig, aber sie sind nicht militant. Was denkt sich das Kartell dabei? Die Hutten besaßen vor langer Zeit ein Imperium. Viele träumen von seiner Rückkehr. Die Hutten haben Marquette nicht wegen seines Reichtums ausgewählt, sondern wegen einer Substanz namens Isotop 5. Einem Mineral, das Schwerkraft und elektromagnetische Felder verzerren kann. Die Hutten haben es geheim gehalten. Aber bereits ein Gramm könnte eine beinahe unendliche Energiequelle darstellen. Isotop 5 könnte die Hutten zu einer Macht erheben, die der Republik gleichkäme. Wenn die Hutten Isotop 5 geheim halten, woher habt ihr dann diese Information? Das Imperium hat die Aktivität der Hutten auf dem Planeten überwacht. Es hat sich gelohnt. Trotz der Bemühungen der Hutten-Söldner erbitten Marquettes Anführer die Hilfe der Republik. Und der Planet steht am Rande des Chaos. Ihr müsst den Isotop 5 Vorrat der Hutten unter dem Deckmantel der Auseinandersetzung stehlen. Unauffälligkeit ist entscheidend. Wenn die Hutten und die Republik eure Absichten erkennen, werden sie überwältigende Macht einsetzen. Was ist mit Verbündeten? Eine Operationsbasis. Ihr werdet ein begrenztes Unterstützungsteam haben. Spezialisten, die ihre Pflichten erfüllen können und bereit sind, euch bis in den Tod zu dienen. Aber im Prinzip werdet ihr allein auf einer feindseligen Welt sein. Da unsere Linien zerfallen, können wir keine großflächige Invasion starten. Mein Sith Lord, eure Anwesenheit ist auf der Cardelba-Flotte erforderlich. Eine getarnte Fähre erwartet euch, um euch zur Oberfläche zu bringen. Ihr könnt eine Verbindung zu eurem Team aufbauen, sobald ihr landet. Seid auf der Hut und seid subtil. Wenn ihr versagt, wird das letzte Gefecht des Imperiums vorüber sein, bevor es beginnt. Fehlen mir die Worte. Was soll ich dazu sagen? Wow, auf den Punkte. Das kann ich dazu sagen. So. Die Folge ist um. Das war's. Bis morgen, würde ich sagen. Mensch, Junge. Wie die Windeln hier. Oh, guck mal, eine Aufgabe. Hier ist der Fernpilot. Judy, bis morgen würde ich dann sagen. Ciao, ciao. Ciao. Ich bin bereit.